Dann würde ich einfach euch bitten, euch beide, dass ihr einfach jetzt ein bisschen assoziativ erzählt, was hat das in euch ausgelöst? Habt ihr euch da was von eurer Arbeit wiedergefunden? Oder habt ihr Widersprüche? Habt ihr gedacht, na, so geht das aber nicht? Sondern wirklich so erzählt von eurer Arbeit und wo ihr vielleicht Parallelen gefunden habt oder wo ihr was gefunden habt, wo ihr gedacht habt, na, das passt nicht. Oder vielleicht auch ein Aha-Erlebnis, so, ja, genau, so wollte ich das auch schon immer sagen. Aber ich habe es bis jetzt nicht geschafft. Wer will anfangen? Ja, ich fange gern. Gerne an. Ja, ich habe sehr viele Parallelen schon in der Art der Arbeit gefunden. Also bei uns im Stadtteilzentrum oder in den Stadtteilzentren generell und in den Nachbarschaftszentren baut alles auf Beziehungen auf. Also die Mitarbeit, ich weiß, das Wort wird jetzt oft sehr missbräuchlich verwendet, aber sozusagen der freiwillige Beitrag, mitzuarbeiten und das kontinuierlich in den Räumen, hat sehr viel mit Beziehungen untereinander zu tun. Ich sage mal, keine freiwillige Leistung fällt vom Himmel, sondern da entstehen Beziehungen, da entsteht Verbundenheit zu dieser Idee, da will ich was beitragen dazu und das gefällt mir und da engagiere ich mich. Und das hat mir irgendwo bestätigt, dass die Art von Freiwilligkeit, wie es jetzt die Stadt Graz sich wünscht, nicht funktioniert. Das ist vielleicht ein Thema, wo wir noch drüber reden können, was das vielleicht auch der Unterschied ist, so wie die Silke auch gesagt hat, zu Caritas oder eben zu einer Freiwilligkeit, wie die Stadt Graz sich das wünscht. Wie ist das mit dem Ländwirbel, Andi, oder mit den Gärten? Ich weiß nicht, worüber du früher lieber reden willst oder erst reden willst oder wir beides? Also ich glaube, Ländwirbel ist ein super Beispiel für Kommen. Also so halt ist, weil es ist, der Ländwirbel hat eine irrsinnig flache Hierarchie. Es sollte sich keiner hervorheben. Es passiert aber sehr oft, weil eben gewisse Hierarchien trotzdem funktionieren, Informationshierarchie. Der eine weiß was, das ich brauche und deswegen muss ich eigentlich den fragen und der ist für mich entscheidend. Wir waren einmal an einem Punkt, wo geheißen hat, ja, was ist Ländwirbel, wer ist Ländwirbel, warum ist Ländwirbel? Und ich habe für mich einmal entschieden, ich bin Ländwirbel. Und ich will hören im Echo, ich bin aber auch ein Ländwirbel. Und ich bin Ländwirbel und ich bin Ländwirbel. Und wir sind eigentlich alle im Wirbel. Und alle produzieren wir was, das uns Spaß macht. Es ist kein ein Fest im herkömmlichen Sinn, sondern es ist einfach eine Idee, die erfüllt wird, die weitertragen wird, die was mit anderen teilt wird, auch wenn es nicht die gleiche Idee ist. Aber der braucht von mir was und ich brauche von ihm was. Und wir tauschen. Und deswegen funktioniert auch so ein Fest, das eigentlich sehr teuer ist, wenn man es zahlen müsste. Wir kriegen von der Stadt 75.000 Euro oder 35.000 Euro und machen einen Mehrwert von 1 zu 14, 1 zu 20. Es ist auch wurscht, weil es wichtig ist, dass es Spaß macht. Und deswegen funktioniert auch, es fängt einmal spät an, es fängt einmal nicht an, es passiert das und dann regnet es wieder. Aber es ist auch keine Traurigkeit, weil es passt. Dann machen wir es halt einmal anders mal. Oder wir organisieren das um, wir rucken zu, wir helfen zusammen, wir putzen zusammen. Fertig. Ich fand das jetzt eine super schöne Beschreibung für das, was wir das Ich in Bezogenheit nennen. Also dann zu sagen, ich bin Ländwirbel, da bin ich noch. Ja, ich behaupte mich, ich behaupte da drin mein Ich. Verschwinde nicht in wir. Ich muss nicht sagen, es ist ein Riesenunterschied zu sagen, wir sind Ländwirbel oder zu sagen, ich bin Ländwirbel und ich erhoffe mir ein Echo, ich bin auch Ländwirbel, ich bin auch Ländwirbel. Das ist also, das fand ich gerade super schön, schönes Beispiel für diese Idee vom Ich in Verbundenheit, ja, in der du dich quasi und deine Verantwortung da drin und deine besondere Rolle und so eben nicht auflöst und nicht verschwindest im Ganzen. Das haben wir sehr genau ausgeführt und auch nochmal philosophisch begründet.
nämlich unter anderem ist es so wichtig, dass wir sozusagen das, was wir in der Moderne gewonnen haben, diese individuelle Freiheit, dieses Bestehen auf meine Individualität da drin gar nicht aufgeben müssen, wie das oft vermutet wird. Und eine zweite Idee, die ich noch habe, da kommt mir ein Muster in den Sinn, was ich dann hier übersprungen hatte, das war auf den Folien, auf Heterarchien bauen, nennen wir das. Wir sind auch in diesem Bild von den Hierarchien, die wollen wir abbauen. Was machen wir? Wir machen es ganz flach. Und dann gibt es natürlich Probleme, weil das was zu tun hat mit Informationsasymmetrien, auch unterschiedliches Charisma, auch unterschiedliches Können. Menschen können einfach unterschiedliche Dinge. Und weil sie unterschiedliche Dinge können, ist es irgendwie nicht egal, wer welche Rolle hat und so. Und dann bauen sich informelle Hierarchien auf oder so. Aber mal darüber nachzudenken, wie wir eigentlich das ernst nehmen können und diese Organisation auf Augenhöhe in flacher Hierarchie, zum Beispiel themenbezogen, veranstaltungsbezogen oder wie auch immer, verbinden können mit ganz flachen Hierarchien, die einfach notwendig sind, weil da gibt es, wenn ich es richtig verstehe, sowas wie das institutionelle Gedächtnis des Lendenwirbels. Und der wird natürlich einfach mal öfter gefragt und hat von daher auch eine andere Rolle. Und die wird da drin dann auch nicht angefragt. Also auch Hierarchie versus Basisdemokratie ist so ein Entweder-Oder-Ding, wo wir immer dazu tendieren, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Also auch ein Muster auf Heterarchien bauen. Wolltest du direkt was drauf sagen? Ich finde, ein großes Wort ist Achtsamkeit gegenüber den anderen. Und das ist an mir sehr wichtig. Obwohl ich also ein Polterer bin, ich bin sehr schnell laut, ich polarisiere auch sehr oft, sehr gern und ich spüre auch damit. Das, weil aufzeigen und gleichzeitig tun ist bei mir eins. Das muss gleich erledigt werden oder da muss gleich drüber geredet werden oder es muss irgendwas passieren. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen in die Stadtteilzentren einschauen, weil die funktionieren natürlich ein bisschen anders wie der Lendwirbel. Und da gibt es, was beim Lendwirbel glaube ich auch gibt, es gibt auch bezahlte Jobs bei euch, oder? Ja. Aber es gibt auch bei euch bezahlte Jobs, es gibt Ehrenamt, was ich von dir ausgehört habe, es gibt den Raum, wo Menschen sich selber organisieren können, verstehe ich das richtig? Magst du ein bisschen erzählen, was spielt sich so ab im Stadtteilzentrum Triester? Was passiert da alles? Und was könnte nicht mehr passieren, wenn es das vielleicht nicht mehr gibt? Also wir haben einen Raum ziemlich zentral im Stadtteil von einem Raum, betone ich, wirklich einen Raum. Das ist alles offen, das ist ja, gewöhnungsbedürftig. Ich bin eine der bezahlten Mitarbeiterinnen dort, für die meiste Zeit bezahlt zumindest. Und wir haben ganz viel Freiwillige, also ich mag das Wort Ehrenamt immer weniger. Freiwillige Mitarbeiterinnen, die in den unterschiedlichsten Bereichen unterstützen. Das Schöne, dass man zurzeit, oder dass man bisher das seit einiger Zeit anbieten konnten, war die Vielfalt für die Leute. Wenn wir kommen und gesagt haben, ja, kann ich mich da wo engagieren, dann konnte man wirklich auf die Interessen eingehen. Das heißt, es gibt sowas wie einen offenen Betrieb, das ist so eine Kaffeehaussituation, zweimal die Woche, wo man völlig ohne Anliegen, einfach weil man vorbeikommt und wenn man sich interessiert, was ist da eigentlich, oder wenn man Leute treffen will, oder weil man einfach auch mal ein Frühstück genießen will, mit anderen reinkommen kann und sich dazusetzen. Und man kann aber auch die Infrastruktur nutzen, sowohl uns als Mitarbeiterinnen, da sind wir zu zweit in der Regel, unsere Unterstützung anfragen. Oder man kann einfach auch den Raum nutzen, die Computer nutzen, das Informationsmaterial nutzen, was sozusagen alles zur Verfügung steht. Und dazu gibt es dann noch verschiedene Projekte, die angedockt sind. Das ist relativ vielfältig vom Alter her. Also wir sind offen für Kinder bis Seniorinnen, verwende ich auch ungern, 50 plus nennen wir das. Alles.
Es gibt zurzeit noch einen Lerntreff, einen offenen Lerntreff für Kinder und Jugendliche von 6 bis 15, der auch unterstützt wird, der nicht möglich wäre in der Qualität, wenn wir nicht ganz viele Menschen in der Siedlung gefunden hätten oder Menschen uns gefunden haben, muss man fast sagen, die sich dort einbringen möchten und die sagen, das macht für mich Sinn, da kann ich was beitragen und das macht mir Spaß. Und den Kindern macht es auch Spaß, weil sie kommen in den Ferien, freiwillig, immer freiwillig und möchten lernen. Das ist schon für mich sehr erstaunlich. Das Zweite ist, was wir gerade aktuell anbieten, ist ein Konversationsangebot, will ich sagen, weil es keinen Kurscharakter hat, sondern wir versuchen immer alle Angebote offen zu gestalten, sodass man kommen kann, wenn es einem gut geht, wenn es einem nicht so gut geht oder irgendwas anderes gerade wichtiger ist, dann hat man eben was anderes zu tun. Das heißt, beim Konversationsangebot haben wir das so organisiert, dass immer ein Thema aus dem Alltag Thema ist und in Blöcken abgehandelt wird. Und wenn man halt einen Block, ein Angebot verpasst hat, dann kann man unkompliziert beim nächsten wieder dabei sein. Wir möchten da eben nicht ausschließen, weil wir festgestellt haben, dass es einfach schwierig ist, oft für Menschen so kontinuierlich zweimal die Woche zu einem Kurs zu gehen. Und wir freuen uns einfach, wenn sie kommen. Und einmal kommen sie halt nicht und ein anderes Mal sind sie wieder dabei. Das ist ein Konversationskurs für Frauen. Deshalb nur für Frauen, weil uns wichtig war, dass möglichst viele Frauen teilnehmen können. Und das ist halt manchmal notwendig, da sozusagen spezifisch Angebote zu machen. Und das war der Wunsch der Frauen. Das muss ich auch dazu sagen, es entsteht jedes Projekt bei uns aus dem Bedürfnis heraus. Die Bewohner kommen zu uns und erzählen uns, wo ihre Bedürfnisse sind. Und das war so immer ausschlaggebend eigentlich für jedes Projekt, das wir umgesetzt haben. Zusätzlich gibt es bei uns Gemeinschaftsgärten, zwei verschiedene, einen ganz kleinen, 32 Quadratmeter, der ist temporär aufgebaut, schon mehrere Jahre direkt vom Stadtteilzentrum. Manche werden ihn kennen, beim Vorbeifahren zwischen Kalau und Zentralfriedhof ist immer im Sommer ein grünes Eck. Das ist ein kleines grünes Eck, das verändert die Stadtlandschaft dort ganz gewaltig. Es ist auf einmal grün und bunt und es ist zugleich ein öffentlicher Platz, der sozusagen zum Ausrosten, zum Treffen 24 Stunden zur Verfügung steht. Das haben wir gemeinsam mit dem Andi gemacht. Mobile Hochbeete sind aus einer Idee heraus, dass wir Abgrenzung schaffen müssen, zur Fahrbahn entstanden und somit ist das nicht nur ein Platz zum Sitzen geworden, sondern wirklich ein Garten, der inzwischen vermisst wird, wenn er wegkommt. Also da wird immer gleich gefragt, kommt der eh wieder und baut sie nächstes Jahr wieder den Garten auf. Und der ist deshalb anders im Vergleich zum Hermann-Löns-Garten, weil da darf einfach jeder ernten und auch was tun. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig für die Menschen, das ist mir schon klar, weil normalerweise, wie gesagt, ist alles irgendwann sein Eigentum und das Radieschen auch. Und da gibt es immer wieder Konflikte in den Gemeinschaftsgärten, wenn ein Radieschen verschwindet. Aber dort nicht. Also wer schneller ist und erntet, der hat es. Jeder, der vorbeigeht, darf ernten und das gibt da oft Anlass zu Gesprächen, also untereinander vor allem. Es schafft Anlässe, dass Bewohner miteinander reden, oft aus ganz unterschiedlichen Kulturen. Das geht dann hin bis zu Kochrezepte austauschen, indem man begutachtet, was es da gerade zum Ernten gibt und wofür der eine das verwendet und was der andere damit macht. Und dann haben wir immer Raritäten, die ja neugierig machen. Und da tauscht man sich auch wieder aus, auch das kenne ich nicht. Und dann wird wieder gefragt, ob es ein bisschen Pflanzen gibt, die man mitnehmen kann in die Heimat und dort dann Pflanzen. Also da wird kreuz und quer auch getauscht und auch Pflanzen gebracht, denen es vielleicht nicht mehr so gut geht und die bei uns zur Erholung zwischengelagert werden. Also das gibt einen regen Austausch und ist auch ein Platz, wo immer wieder alle möglichen Generationen aufeinandertreffen. Der zweite Garten ist ein Nachbarschaftsgarten in der Hermann-Löns-Gasse, wo wir eine Brache genutzt haben. Das ist so immer ein bisschen unser Weg, Ideen umzusetzen, dass wir schauen, wo gibt es da Möglichkeiten überhaupt, was kann man damit machen. Aha, da gibt es eine Brache, die nutzt überhaupt keiner, wir nehmen niemandem was weg. Gell. Es ist ja wirklich ein Gstätten gewesen
ohne Wasseranschluss, ohne alles, sehr im traditionellen Sinn ungepflegt. Deshalb ist es mir aufgefallen, weil es so wilde Wiese war. Und das einige Jahre hindurch, und dann macht man eigentlich schaut, da gibt es eine Fläche, die man nutzen kann. Und dann ist die Idee entstanden, anzufragen, ob wir dort einen Garten machen können. Und ein kleines Wunder für mich fast, das Wohnungsamt hat das genehmigt. Wir zahlen dafür Pacht und die Nachbarschaft ist eingeladen worden, dieses Grundstück in Besitz zu nehmen. Inzwischen ist der Garten schon das dritte Jahr, glaube ich jetzt, oder das vierte. Es wuchert bunt. Es ärgert uns ein bisschen, dass zurzeit so der Trend geht, vorzuschreiben, dass man jetzt mehr Gemüse ansetzen muss als Blumen, weil ich denke mir, das ist nicht unbedingt der Sinn der Sache, dass man jetzt vorschreibt, ob mehr Gemüse anpflanzt wird oder mehr Blumen. Was immer die Leute pflanzen wollen und miteinander tun wollen, wesentlich ist für mich, dass da Menschen zusammenkommen, die was miteinander tun wollen, die eine Freude an dem tun haben, die mehr Offenheit entwickeln gegenüber anderen. Ja. Verschiedene Kulturen treffen aufeinander, verschiedene Orten zu Gärtnern treffen aufeinander. Und die Volksschule hat sich vom ersten Jahr weg beteiligt. Wir haben sie eingeladen, mit den Kindern in den Garten zu kommen. Und das hat sich so toll entwickelt, dass inzwischen nicht nur gartenspezifischer Unterricht stattfindet zum Thema Pflanzen, Säen, Ernten, was auch immer, sondern auch außerhalb dieser gartenspezifischen Angebote, Unterricht im Garten stattfindet, weil die Lehrerinnen draufgekommen sind, dass sie die Kinder im Garten wesentlich anders verhalten als in der Schule. Die Schule hat selbst Freifläche, aber in unserem Garten verhalten sie sich offensichtlich viel unkomplizierter, als es in der Schule der Fall ist. Und die haben das einfach genutzt und kommen jetzt in den Garten und es findet im Garten, wenn das Wetter es zulässt, einfach Unterricht statt. Und das ist das, was ich so toll finde, dass das wirklich so dann auch genutzt wird, so vielseitig. 700 Quadratmeter, muss ich dazu sagen, hat der Garten und wir arbeiten weiter dran und wir hoffen auch, dass dieser Garten nie verbaut wird, obwohl wir immer wieder Gerüchte hören, dass da mal ein Haus hinkommen soll. Hoffen wir, dass dieses Fleckchen für die Nachbarschaft erhalten bleibt. Ja, danke einmal. War schon sehr umfassender Einblick, was da passiert. Ich habe da jetzt ein paar Dinge rausgehört, die vielleicht Muster sein könnten. Freiwillig lernen, Spaß haben. Ich würde gerne verstehen, warum das Wort Ehrenamt dir immer mehr missfällt. Ich weiß nicht, wo die Ehre bleibt. Der respektvolle Umgang mit Menschen, die bereit sind, ihre Freizeit in gemeinschaftliche Aktivitäten zu investieren, der fehlt mir hier in Graz. Also ich erlebe immer mehr, gerade jetzt auf verschiedenen Ebenen der Politik, dass man das glaubt, verordnen zu können. Von oben herab, das muss ehrenamtlich passieren. Und es gibt auch zwar ein Fest jedes Jahr, wo wir alle anmarschieren dürfen und uns im Rathaus präsentieren. Das ist wie, ja, ich weiß nicht. Es ist, jedes Mal überlege ich mir, ob wir da überhaupt noch teilnehmen. Weil ich nicht. Bitte? Ich nicht. Ja, du hast dich schon entschieden. Großartig. Also ich finde nämlich, wir haben extra ein paar Seiten, ein oder zwei, keine Ahnung, darüber geschrieben, warum Ehrenamt nicht mit Commons zu verwechseln ist. Und weil es nämlich selbst aus dieser, das kommt ja selbst aus dieser Spaltung heraus. Ne? Das, ich sage es mal ein bisschen platt, das eine tut man fürs Geld, das andere für die Ehre. Das eine ist wirklich produktiv, das andere, naja, kann wegfallen und so. Und weil man dann irgendwie merkt, dass es vielleicht doch nicht ganz wegfallen kann, gibt es dann einmal im Jahr eine Ehrung, der Ehre halber und so. Und meine These ist, es kommt aus dieser falschen Konzeptualisierung, also dieses falschen Denkens, warum das die eigentlich zentralen Dinge sind, die uns eben am Leben halten und die wir auch für ein gutes Leben wirklich brauchen. Und bevor ich jetzt tatsächlich sage, ach ja, ich habe da auch Muster gehört, noch ein Wort zu diesem Spaß. Also auch ich glaube, wir müssen auch da ein bisschen vorsichtig sein, zu sagen, na, wir machen das, solange es uns Spaß macht oder weil es uns Spaß macht. Weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass diese Arbeit, von der ich jetzt gerade gehört habe, absolut notwendig ist. Ja?
beziehungsstiftend ist und vor allem sinnstiftend. Und dass es genau etwas ist, woran wir ganz oft in, auch in vielen Bullshit-Shops, wie David Graeber in seinem neuen Buch so schön sagt, was einfach fehlt. Und viel, also Spaß muss es machen, sonst ist es nicht gut genug, das sage ich auch, aber es darf nicht der einzige Motivator sein. Aber wichtig ist eben, dass diese Motivation von innen kommt. Und das habe ich jetzt sehr wohl gehört, diese, das nennt man ja intrinsische Motivation. Ne? Also da kann nicht jemand kommen und verordnen, geht jetzt in den Garten, pflanzt dies oder jenes, sondern diese Motivation muss von innen kommen. Und ich möchte mal zwei Muster nennen, die ich gehört habe jetzt. Muster sind ja dafür da, unter anderem kann man die nehmen und angucken und sagen, hey, machen wir das eigentlich so? Oder läuft das bei uns anders und erklärt das vielleicht, warum wir da an der Stelle Probleme haben? Und können wir uns vielleicht ein bisschen mehr an diesem Muster orientieren? Man kann das benutzen wie eine Werkzeugbox. Ja? Und gucken, hilft uns das, um unsere Stadtteilarbeit noch ein bisschen besser zu machen, noch ein bisschen sinnstiftender zu machen. Und was ich zum Beispiel sehr schön fand in dieser Beschreibung, wir haben gedacht, ich glaube, das gilt für beides, auch für den Lendwirbel, man hört ganz oft, wenn man das Leben und die Ökonomie und die Politik anders machen will, dann werden auf einmal die Werte beschworen. Ja? Also wir müssen irgendwie jetzt, auch auf europäischer Ebene, da werden immer die gemeinsamen westlichen Werte beschworen. Und so. Man denkt, was meinen die damit? Und ist es wirklich so, dass wir gemeinsame Werte haben, mit denen die, naja, sagen wir mal so ganz anders wählen, als ich das machen würde? Und es war ein relativ langer Prozess, bis wir sagen konnten, diese Idee von gemeinsamen Werten auszugehen, ist falsch. Wir müssen es schaffen, und das ist jetzt das Muster, wie wir es formuliert haben, uns in Verschiedenheit gemeinsam auszurichten. Und da drin ist wieder diese Idee, dass ich in meiner Verschiedenheit, ich darf ruhig poltrig sein, ja, aber deswegen geht der Respekt noch nicht verloren. Diese Verschiedenheit muss anerkannt werden. Und uns in Verschiedenheit gemeinsam ausrichten, dafür, habe ich gehört, stiftet ihr Räume. Genau. Und diese Räume sind existenziell für sozialen Zusammenhalt. Und dafür braucht es nicht der Ehre, sondern der Anerkennung, dass das der Seinsmodus ist, der in die Mitte der Gesellschaft gehört. Das war mein Muster. Und ein anderes Muster habe ich gerade vergessen. Der findet auch wegen Ehrenamt. Also ich glaube, dass in Graz Ehrenamt sehr inflationär verwendet wird, also ich sage kinderfotzig, weil es wird, werden eigentlich falsche Menschen angesprochen. Das sind nicht immer oder nicht alle, aber sehr viele, die sie einfach produzieren wollen, die was sie gut fühlen wollen und wegen der Ehre das machen. Oder? Und das ist kack. Und ich habe mich im Endeffekt ausgezogen, weil ich, das ist wirklich eine Ausnutzerei. Es ist eine Ausnutzerei von einer Stadtregierung, von Beamten oder von was auch immer, die was uns regieren und mit dem Ehrenamt hausieren gehen. Und im Endeffekt eine Bauernfängerei. Und ich will das nicht, es interessiert mich nicht. Und Lendwirbel macht mir einfach Spaß. Und Lendwirbel ist auch ein absoluter Lernort. Man kann sie ausprobieren, man kann Föller machen und es wird geholfen oder auch nicht. Es kann alles passieren. Und man muss, also ich glaube auch, dass der Lendwirbel so viel zulässt, wo er auch sich sehr, wenn man vielleicht das in Diskussion stellt, nicht sagt, na bitte nicht. Macht's das bitte nicht. Und wenn das aber passiert, es trotzdem toleriert wird. Weil es einfach im Gesamten auch okay ist nachher. Ich würde jetzt gern, bevor wir uns mit dieser Frage der Finanzierung durch die Stadt noch ein bisschen beschäftigen, einmal euch und Sie, nein, ich glaube, ich kann dazu alle euch sagen, fragen, ob ihr was beitragen wollt, ob ihr was sagen wollt, ob ihr ein Beispiel habt, ob ihr eine Frage habt. Kapitalismus in dieses kapitalistische Denken, diesen Gedanken
die erlaubt mir nämlich nochmal auf das, was Brigitte am Anfang gesagt hat, vielleicht haben Sie was ein bisschen anderes erwartet, als das, was ich hier erzählt habe, einzugehen. Und jetzt habe ich aber gerade gehört, ich glaube, Sie haben nicht wirklich was anderes erwartet, weil nämlich sehr deutlich geworden ist, als es mir sehr wichtig ist zu sagen, es geht hier nicht um irgendeine soziale Praxis. Es geht ums Ganze im Sinne eines Paradigmenwechsels. Und wenn wir einen Paradigmenwechsel denken, dann müssen wir den auf dieser grundlegenden Ebene denken. Und Paradigmenwechsel in der Weltgeschichte dauern 150 bis 200 Jahre. Und das ist irgendwie gut, also die Gefahr, dass Leute wie wir dann faul werden, weil es eh 200 Jahre dauert, ist eh sehr gering. Also man tut im Hier und Jetzt, was man kann. Aber es ist irgendwie gut, sich das zu vergegenwärtigen, ja, dass es Prozesse sind, die tatsächlich einen tiefen Geisteswandel voraussetzen. Dann aber, und das ist jetzt eigentlich das Ding, ich habe von diesen Sachen hier gesprochen. Ja? Und wenn man die kappt, stützt alles ein. Und das ist aber nicht zu verstehen als ein revolutionärer Prozess, sondern eher so ein evolutionärer Prozess. Und deswegen, ja, kann ich ungeduldig sein und aber auch Geduld haben zugleich. Wie verhält sich das jetzt mit dem kapitalistischen Denken? Kann man den einpflanzen? Ich möchte meine Metapher benutzen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen irgendwie in einem Holzhaus wohnt. Also ich wohne im alten Fachwerkhaus. Ne, Holz, das von 1467. Ne, also das Nachhaltigste, was man sich vorstellen kann. Da wurde auch noch nie was abgerissen, sondern es wird eben immer nur an neue Bedürfnisse angepasst. Wie bringen Sie jetzt dieses Ding, was seit 550 Jahren nicht umfällt, zum Umfallen? Wir haben einen Hausstamm. Den sehen Sie nicht. Der ist ganz klein. Er wächst und wächst und ernährt sich und gedeiht. Er sieht auch noch schön aus. Haben Sie meinen Hausstamm im Foto gesehen? Unglaublich, also fast poetisch. Und wächst und wächst und wächst. Der Hausschwamm ist der Kapitalismus. Der frisst das auf, der frisst das ganze Gebäude auf. Der durchdringt die gesamte Struktur. Der bringt alles zum Einstürzen, was das Ding zusammengehalten hat. Wie werden Sie diesen verdammten Hausschwamm los? Es gibt nur eine, also es gibt, wir haben das nachforschen müssen. Es gibt, man kann gut mit dem Kapitalismus leben, will ich damit sagen. Wir müssen mit dem Kapitalismus leben. Wir müssen auch mit diesem Anteil des Homo economicus in uns leben. Aber es gibt eine Möglichkeit, ihn echt in Schach zu halten. Und ihn bitte ganz, 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 ganz klein zu machen. Und diese Möglichkeit ist, ihm komplett die Nahrung zu entziehen. Das ist die einzige. Sie müssen jede Zellulose und jedes Wasser entfernen. Also ist die Frage, wer ist die Zellulose und das Wasser des Kapitalismus? Die Frage, die sich mir jetzt natürlich stellt, ist, wie kann ich in einem Holzhaus dem Schwamm die Zellulose entziehen, aber das wirst du mir später erzählen. Ja, ach so, gut, dann will noch irgendjemand was sagen, was beitragen? Commons-Erfahrungen? Na, dann schauen wir uns vielleicht mal diese Sache mit der Finanzierung an. Ihr bekommt auch Finanzierung von der Stadt über Projektantrag oder sowas, nehme ich an. Ja. Aus dem Kulturbudget. Nein, also das ist fast mit schlechtem Gewissen. Unser Hauptanteil ist Wirtschaft und Tourismus. Das ist doch perfekt. Wirtschaft und Tourismus. Der Hauptanteil von unseren Förderungen kommt aus der Wirtschaft und aus dem Tourismus. Und das Witzige ist das, dass sie keine Forderungen stellen. Sie lassen uns in Ruhe und wird auch nicht funktionieren. Also, wenn du den Landwirbel vergrößern möchtest, verbiet ihn. Und gib ihm Geld und du wirst ihn ruinieren. Weil einfach die Auseinandersetzung ist,
wir versuchen mit unseren Mitteln, mit unseren Ressourcen das Bestmöglichste rauszuholen. Und das spricht natürlich den Intellekt an. Wie macht man was? Wie versucht man oder wie kann man Ressourcen erschließen? Auch nur immer mit Reden und mit Netzwerken und mit, du hast das, gib mir das, du kriegst das. Und so geht es weiter. Und das setzt sie jedes Jahr fort. Und das einerseits das Problem vom Landwirbel und andererseits auch die Kraft, er zerstört sich jedes Jahr. Und das muss auch so sein, weil Gruppenprozess, es wird eine neue Gruppe installiert. Und es gibt wieder 20% Projekte, die neu sind. Und es gibt wieder Einflüsse, die neu sind. Und wir reagieren und versuchen, was zu ändern. Relativ rasch. Das finde ich ja schon sehr interessant, dass da, was ihr eigentlich schon sehr erfolgreich macht, ist Wirtschaftsförderung zweckentfremden. Das ist ein Teil von dem Buch, den ich schon gelesen habe, wo die Silvo ja da schreibt drinnen, die Stadt, also die öffentliche Hand finanziert ja so viel Wirtschaftsförderung, wieso kann man nicht auch gleichermaßen was für Commons machen? Und ich habe das Gefühl, das passiert da ziemlich gut. Bei euch ist das natürlich ein bisschen anders, das geht aus dem Sozialbudget, nehme ich an. Nein. Wir bekommen unsere Basisförderung über das Wohnungsamt. Über das Wohnungsamt. Genau. Aber was Wirtschaft ist, ist ja immer was Gutes. Und was Wohnen ist, ist wahrscheinlich immer was kostet. Und wie genau und warum, was ist jetzt die Idee oder das Argument dahinter zu sagen, wir finanzieren diese Stadtteilzentren nicht mehr? Naja, das Wohnungsamt hat ja gewechselt. Also mit den letzten Wahlen gab es einen Ressortwechsel und wir haben sozusagen politisch jemand Neuen an der Spitze. Und der Herr Vizebürgermeister Eustachio musste die Stadtteilarbeit neu erfinden. Das ist so meine ganz persönliche Interpretation des Ganzen. Und somit gibt es Stadtteilarbeit neu. Und ja, um was Neues zu schaffen, muss man das, was besteht, möglichst zerstören, sage ich mal. Anders wird es nicht gehen, um zu sagen, jetzt habe ich was Tolles Neues erschaffen. Und das Tolle daran ist, dass er natürlich auch noch sagt, naja, das ist jetzt sehr professionell und das ist flexibel und ergebnisorientiert. Und es ist so, weil es so ist, weil er es so sagt. Weil wenn man genau dahinter schaut, ist es das nicht. In Wirklichkeit zerstört er gewachsene Strukturen, zerstört er Dinge, die sehr viel Zeit gekostet haben, bis so die Saat aufgeht, bis ein Projekt entsprechend läuft, bis die Kontakte gut laufen. Das ist alles viel Vorarbeit, die dahinter steckt und das ist jetzt mit Ende Juni zu Ende. Wenn es so bleibt, wie es jetzt der Stand der Dinge ist. Ist es deswegen, ist es so, dass ihr, oder ich weiß, es ist keine Schuldzuweisung, ich weiß nicht, wer immer, nicht wirklich erkennen kann oder darstellen kann, was das auch wirklich der Stadt oder zumindest dem Stadtteil bringt und was da vielleicht an anderen Kosten von Kriminalität bis medizinischen, psychischen Problemen, was da vielleicht verhindert wird damit? Nein, ich glaube, dass es daran sicher nicht liegen kann, weil wir wurden, gerade die Stadtteilzentren wurden genauestens jedes Jahr evaluiert. Es ist ein Leitbild entwickelt worden, 2015 wurde das beschlossen im Grazer Gemeinderat und zwar erstaunlicherweise sogar einstimmig. Und dieses Leitbild hat uns sozusagen eine Richtung gegeben, wie, in welchen Bereichen wir hauptsächlich tätig sein sollen. Und es gab auch nie in irgendeiner Weise jetzt meines Wissens auch bei den anderen Einrichtungen, die betroffen sind, Kritik, dass wir nicht entsprechend dem Leitbild oder unseren Aufträgen arbeiten würden, weil die Gott sei Dank das Leitbild eine individuelle Auslegung zulässt. Und das muss auch sein, weil jeder Stadtteil ist anders. Man muss auf die Gegebenheiten dort Rücksicht nehmen, man kann nicht über was drüber gehen, sondern man muss sozusagen, wie man bei einer Pflanze die Erde anschauen muss, wo man sie einsetzt, muss auch ein Stadtteilzentrum oder ein Nachbarschaftszentrum schauen, wo befinde ich mich überhaupt und wie schaut, was ist in dieser Umgebung wichtig, wer sind da die Menschen, die ich involvieren kann und
wie schaut es mit den Bedürfnissen der Zielgruppen und so weiter aus. Und das hat das Leitbild zugelassen und trotzdem haben wir entsprochen. Also das kann es nicht sein, sondern ich denke einfach, dass es eine andere Politik ist, eine ganz andere Politik. Dass es wirklich darum geht, das Ehrenamt entsprechend auszunutzen. Ja. Es muss alles ehrenamtlich gehen und das geht sehr weit. Also das geht auch in ganz, wie soll ich sagen, in die Struktur hinein. Wir werden instrumentalisiert, verstärkt. Immer ist man ein Stück weit, ist ein Versuch da gewesen, das gleich zu instrumentalisieren. Weil für mich ist ja Stadtteilarbeit jetzt gemeinsam Lebensraum verbessern, Lebensqualität verbessern und ich kann immer verbessern. Ja, egal, ob ich jetzt in Maria Trost bin oder am Ruckerlberg oder in der Trestersiedlung. Für die Stadt ist natürlich eine andere Sichtweise drauf, die ich schon nachvollziehen kann, dass es in der Trestersiedlung notwendiger war, ein Stadtteilzentrum einzurichten als in Maria Trost wahrscheinlich. Aber das war eine gewisse Instrumentalisierung damit schon sozusagen gegeben, weil ja dort sind die einkommensschwachen Familien und da ist Not auch oft, natürlich ist es so in dem Stadtteil, dass Menschen, sehr viele Menschen dort leben mit ganz niedrigen Einkommen. Aber das Stadtteilzentrum ist jetzt nicht die Feuerwehr, sondern das Stadtteilzentrum ist der Ort, wo man sich treffen kann und gemeinsam Interessen sozusagen zum Leben bringen, ja, zu entwickeln und auszubauen. Und, das kennen nur die Bewohner selbst, das kann nicht die Stadt verordnen, was dort Interessen zu sein haben oder wie das auszuschauen hat, sondern das ist in der Dresdensiedlung mit Sicherheit ganz anders als zum Beispiel in Andritz oder sonst wo. Ja. Willst du was sagen? Ja, ja, also immer wenn ihr redet, habe ich dann wieder fünf neue Ideen. Ein paar davon möchte ich kurz loswerden. Ich finde, dass das Beispiel nochmal sehr schön zeigt, was ich am Anfang die Notwendigkeit struktureller Unabhängigkeit von Markt und Staat genannt habe. Und wenn wir über Finanzierung für Commons sprechen, dann gibt es dafür auch Muster. Also wie finanzieren wir uns so, dass wir dann sozusagen nicht am Tropf hängen oder dass uns eine andere Wahlentscheidung dann existenziell trifft oder so. Das ist halt total wichtig, aus dieser Perspektive darüber nachzudenken. Und das eine, was mir in den Sinn kam, ist, bevor ich jetzt eine, zwei oder drei dieser Muster sage, ist, du hast sehr schön beschrieben, wie das, was ihr macht, ist eine Art der Kulturproduktion, der Wissensproduktion und der Beziehungsproduktion. Wir nennen das die, vielleicht nicht ganz glücklich, Geldleid. Also das kostet halt alles nicht so viel, wie es auf dem Markt kosten würde. Und das hat etwas mit der Art, wie es organisiert wird. Wir sind aber eine volle Fabrik, gell? Ihr seid eine volle Fabrik. Ja, ja, eben. Ihr brummt. Also so habe ich es verstanden. Ne? Und ich habe auch, was ich auch verstanden habe, ist, wenn ich euch eher kennengelernt hätte, würdet ihr jetzt wahrscheinlich in diesem Buch stehen. Also alles, was ich höre, ist eben halt Commons und Commoning. Und unsere Aussage ist ja ohnehin, Commoning ist überall. Also wir erfinden da ja nichts, sondern wir haben geguckt, was machen die Leute und dafür in unterschiedlichen Kulturen und das haben wir sozusagen versucht, so aufzuschreiben, dass es möglichst strukturiert ist und Sinn macht und wieder anderen Leuten neue Ideen gibt, sich in dieser Denkweise sozusagen zu reproduzieren, was zu tun. So, also Commoning ist überall und die Frage ist nur, ist es bewusst gestaltet oder nicht? Und ehrlich gesagt, so ganz unterm Strich ist mir eigentlich egal, ob man das Commons oder Commoning nennt oder so. Was mir nicht egal ist, ob diese Muster zur Anwendung kommen. Und eines in der Finanzierung haben wir auch gerade sehr schön gehört. Wir nennen das Buch bedingungsloses Grundauskommen. Und diese Bedingungslosigkeit ist total wichtig, die ja offenbar hier dem Lendwirbel gewährt wird, weil sie sonst die intrinsische Motivation, die Selbstbeauftragung und die Kontrolle über den eigenen Prozess sozusagen zerstört. Ja? Dann wird man zum Lieferanten für die Kriterien anderer. Davon kann ich ein Lied singen. Ich war auch sehr oft schon Lieferantin für die Kriterien anderer. Und als bedingungsloses Grundauskommen, das finde ich, ist eine Forderung, die angesichts dessen, was tatsächlich in die Welt kommt und zu welchen Kosten, mehr als nur legitim ist. Und die haben sehr viele dieser Institutionen. Und eine andere Sache, die wir eben sagen, also wir müssen Finanzierungsformen immer kombinieren. Aber das ist ja nun auch nichts Neues. Ne?
Also immer kombinieren. Also zu sagen, nur auf Crowdfunding zu setzen, ist halt nicht ausreichend. Den Staat aus der ganzen Verantwortung zu entlassen, ist eben auch nicht ausreichend. Sondern können wir es schaffen, solange wir bestimmen, zu welchem Zweck und in welcher Weise die Mittel verwendet werden, weil, das fand ich super zu sagen, gib dem Landwirbel Geld und du machst ihn kaputt. Ja? Weil das so wahr ist, ja, muss die Frage, wozu brauchen wir wirklich finanzielle Mittel, wo können wir es nicht anders organisieren, die muss immer sozusagen im konkreten Kontext und im konkreten Projekt finanziert werden. Und da kann, und das bedeutet, sich die Frage zu stellen, wo sind bezahlte Stellen tatsächlich notwendig? Also das Verhältnis zwischen dem, was man heutzutage Hauptamt und Ehrenamt nennt, wirklich auch nochmal anzugucken und zu sagen, wie können wir eigentlich die Dinge, die ein Stadtteilzentrum am Leben erhalten, so selbstorganisiert wie möglich auf die Beine stellen. Und das heißt nicht, dass alle Stellen abgeschafft werden, aber es könnte heißen, dass das, was auf diesen Stellen getan wird, sich plötzlich anders beschreibt, anders fasst. Und dass es vielleicht ja, anders besetzt wird, anders verteilt wird, anders strukturiert. Ich sage jetzt auch noch was. Aus meiner Sicht, ich habe mich auch ziemlich lange mit Commons beschäftigt, wie der David schon gesagt hat. Und eines der, ob das jetzt ein Muster ist, nein, wahrscheinlich, es hat nicht so einen schönen Namen wie eure Muster, aber eines der Dinge, die ich schon immer wieder bemerkt habe, wenn es um das Verhältnis zwischen Staat oder Stadt und Commons gegangen ist, dass es manchmal für manche Bevölkerungsgruppen vielleicht öffentliche Mittel braucht, damit die sich auch beteiligen können. Und da denke ich auch jetzt wieder dran, wie du gesagt hast, die Leute im Ruckelberg können sie eher selber organisieren. Die Leute in der Triester-Siedlung brauchen vielleicht eine gewisse Struktur, damit sie das machen können. Und ich finde es auch also total gut, was du sagst, aber ich finde halt dieses, da die Stadt ganz aus der Verantwortung entlassen, würde ich auch nicht sagen. Aber es gibt ja eine Kampagne, Unterschriftenorganisation, ihr redet ja drüber, was machen wir dagegen? Was für Ideen, was habt ihr selber Ideen, wie es weitermachen, wie es weitergehen könnte oder so? Ja, wir haben das Angebot als Nachbarschaftszentrum weiterzutun. Ich muss ehrlich sagen, ich persönlich ziehe mich dann raus. Ich kann mir in der Triester-Siedlung, für manche mag das möglich sein, ich sehe keine Chance in dieser reduzierten Form weiterzumachen. Das stelle ich gern anderen zur Verfügung, aber für mich ist dann sozusagen Ende der Fahnenstange, weil ich denke, in einem so benachteiligten Stadtteil wie die Triester-Siedlung seit, weiß nicht wie viele Jahrzehnten bereits war und ist, es dringend notwendig ist, dass die Stadt Graz einmal auf Infrastruktur schaut. Wir sind sozusagen völlig neu in diese Siedlung gekommen und haben aufgesperrt und der Bedarf war enorm an diesem Raum und haben uns einfach von den Leuten erzählen lassen, von Jugendlichen, von Erwachsenen und von älteren Menschen, wie war es denn da in der Triester-Siedlung, wie hat das Leben früher stattgefunden, ne? Bis zum gestrigen Tag. Also das war so unser erster Einstieg. Und wir haben unglaublich viel davon gelernt, was alles weggefallen ist. Die Siedlung war sehr gut versorgt. Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, wenn man das nicht gehört hat. Ja, also die war von der kleinen Infrastruktur, vom Schuster, der auf die Ecken war, von der Wäscherei, wo die Chefin nur auf die Kinder geschaut hat, waren kurzfristig sozusagen eine Mutter weggehabt hat, hat man das Kind da vorbeibringen können, weil sie einfach gern Kindern Geschichten vorgelesen hat. Weil von wie ist denn das Leben gegangen? Ihr habt 48 Stunden gearbeitet die Woche, die Frauen, und wie hat denn das funktioniert? Und trotzdem war eine Nachbarschaft da und da haben wir ganz viel gelernt, auch gerade von Menschen, die schon lange dort gelebt haben und die uns erzählt haben, auch da war ein Milchgeschäft und dort war Fleischerei und da war ein Kino und dann haben wir geschaut, was ist denn überblieben in der Nachbarschaft. Okay, die Nahversorgung mit jedem Supermarktkette
Billerspar, was weiß ich, ist alles noch da. Ja. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind okay, die Siedlung ist gut angebunden. Aber es gibt zum Beispiel bis auf 3 Hausärzte keine medizinische Versorgung im Nahbereich. Ja. Es gibt keinen Kinderarzt. Es gibt ganz am Rand des Stadtteils, wie wir ihn beschreiben, einen Zahnarzt. Es leben über 8000 Menschen dort. Und da haben wir es unsere Aufgabe empfunden, darauf aufmerksam zu machen, dass Wohnen nicht nur umfasst, ich habe eine Tür, die zumachen kann, sondern es braucht einen Lebensraum. Dazu gehört sportliche Betätigungsmöglichkeiten, Freizeitangebote, medizinische Versorgung. Da leben sehr viele Familien immer noch mit vielen Kindern. Ja. Bis ich zu einem Kinderarzt komme, kann ich eine Weltreise unternehmen. Niemand hat sich um diese Infrastruktur Sorgen gemacht oder hingeschaut überhaupt, dass da immer weniger überbleibt. Ja. Die Männer haben erzählt, ja, das war cool, früher hat man im Park Eisstock schießen können miteinander. Nicht? Gibt's nicht mehr. Es ist in den Höfen Eislaufplätze gespritzt worden, gibt's nicht mehr. Alles hat weite Wege. Ja. Und dann noch sozusagen das Stigma, da ist die Kalau, da ist der Häfen. Direkt, das ist so das, die Erkennungsmarke, Beginn der Dresdersiedlung und am Ende ist der Zentralfriedhof. Und das umfasst jetzt sozusagen die Dresdersiedlung, das beschreibt sozusagen das Außenbild für mich. Das Innenbild ist inzwischen bei mir ganz anders. Ja. Also die Wohnqualität ist dort nicht schlecht, wenn man, sobald man von der Dresdersiedlung abbiegt. Aber das tut ja keiner, es fährt ja nur jeder durch. 33.000 Autos fahren durch, stellen Sie sich mal vor, Sie wohnen an dieser Straße. Was das für Lebensqualität bedeutet, wenn sie lüften wollen. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Wenn der Blauwutstunnel gesperrt ist, ich erlebe das regelmäßig inzwischen, dann donnert der ganze Schwerverkehr Tag und Nacht durch die Dresdenstraße Richtung Süden. Und da wohnen Menschen, nicht weniger, an dieser Straße. Jetzt haben wir einen neuen Asphaltbelag gekriegt und die Menschen freuen sich, weil sie glauben, es ist ein Flüsterasphalt, es ist leiser geworden. Das ändert nichts an der Frequenz, es ändert nichts am Dreck, es ändert nichts an dem Lärm, den die Leute schon nicht mehr wahrnehmen, aber ihre Nerven schon. Und manche sagen, und ich glaube ihnen fast, wenn du an der Dresdenstraße wohnst, lebst du im Schnitt 10 Jahre kürzer. Und das sind Menschen mit niedrigstem Einkommen, dann ist das zumutbar, woanders ging das ja nicht. Und dann nimmt man ihnen nur sozusagen die bisschen Räume weg, die sie jetzt erobern und sie freuen, dass sie jetzt einen Ort haben, wo sie, ohne dass sie was konsumieren müssen, ohne einen Cent in der Tasche, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ohne das Gefühl zu haben, dass ich jetzt betteln gehe, mit Würde, mit Respekt, mit treffen kann und miteinander was tun kann. Ja. Und das ist für mich, wo ich sage, da kann ich nicht mehr mit. Das geht für mich nicht mehr. Das ist für mich nicht mehr tragbar. Persönlich, andere mögen das ruhig machen. Das entscheidet jeder selber, die Wege sind unterschiedlich. Wir versuchen jetzt nur bis Ende Mai durchzuhalten und dagegen anzukämpfen, dass die Stadtteilzentren erhalten bleiben sollen, dort wo sie sind. Die Stadtteilzentren sind nicht durch Zufall dort entstanden, wie oft behauptet wird, sondern das sind durchaus in Siedlungen, wo ein erhöhter Personalaufwand festgestellt wurde. Und mit 1,5 Stellen sozusagen, also mit 60 Wochenstunden, was nicht wirklich viel ist, festgeschrieben wurde und so entsprechend auch haben sie auch die Förderungen gestaltet. Und ich muss ja dazu sagen, auch die Nachbarschaftszentren kämpfen ums Überleben. Ja. Da schaut ja auch keiner hin. Heißt immer nur, ja, ist eh super, läuft ja so viel, läuft ja alles eh auf ehrenamtlicher Basis. Dass da manche Leute komplett überfordert sind, schon Burnout sind. Und bald, wenn die wegfallen, nichts mehr geht, darüber macht sich niemand Gedanken. Und das finde ich ziemlich eigentlich unverantwortlich, was da passiert. Und ja, entspricht dem absolut kapitalistischen, was mir nur je begegnet ist. Und es kommt natürlich dazu, wir sind politisch nicht, wie soll ich sagen, wir sind zu politisch. Das ist uns vorgeworfen worden, weil wir uns einsetzen natürlich auf den Erhalt von Grünflächen, weil wir die Menschen aufklären, wie sie ihre Rechte wahrnehmen können. Ist zum Beispiel gegangen um eine große Grünfläche, die natürlich ein ideales Baufleckchen noch wäre in der Siedlung, eins der wenigen, und ein öffentlicher Park und eine öffentliche Spielwiese ist, die Dornschneiderwiese, traditionell. Da können die Kinder, wenn es einmal Schnee gibt, sogar rodeln.
ist sehr wenig gestaltet, ermöglicht aber dadurch auch Bewegung. Also es ist kaum was an Geräten dort, wie es am Spielplatz, wo man es eh nicht mehr so durchschlupfen kann, der fast über voll ist schon, aber dort kann man richtig nur rennen. Und diese Dornschneiderwiese wurde beim letzten Flächenwidmungsplan übersehen, ist mir erklärt worden, dass ein Fehler passiert. Die ist zu Bauland, mit Bauland deklariert worden, mit 0,8% Dichte, wenn ich mich richtig erinnere, also so wie die Dresdner-Siedlung sowieso. Und dann haben die Bewohner Eingaben gemacht. Wir haben sie darauf aufmerksam gemacht, so schaut es aus im Flächenwidmungsplan, was, unsere Grünfläche, was kann man da tun? Und sagt, die Möglichkeit ist, ihr macht Eingaben. Wie funktioniert das? So funktioniert das. Zack, bumm, Eingaben sind gemacht worden und denen ist Recht gegeben worden. Das heißt, im nächsten Flächenwidmungsplan wurde das auch Gott sei Dank dann wirklich berücksichtigt, dass das jetzt Grünfläche ist. Das ist natürlich politisch. Aber ich sage, Stadtteilarbeit muss auch zeitweise politisch sein, da kommen wir nicht drum herum. Und ich stehe trotzdem dazu, dass die Stadt die Verantwortung hat und die Politik Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine Beteiligung ermöglichen. Ich glaube, dass die Stadtregierung Krieg führt gegen eine lebenswerte Stadt. Und das sehr vehement und massiv. Mit allen Aktionen, die sie jetzt irgendwie durchdrückt hat. Was zu dieser Gesamtsituation sagen, zu dieser Rolle, die Politik quasi da drin aus meiner Sicht spielt. Wir haben natürlich in dem Buch auch ein Plädoyer gemacht dafür. Also wir sagen jetzt nicht, der Staat soll sich zurückziehen und alles soll nur noch selbstorganisiert passieren, weil nämlich genau das eine Verkennung der Kontexte wäre, in denen wir jetzt leben und auch eine Verkennung der Infrastrukturen, die aufgebaut worden sind und eine Verkennung der Daseinsvorsorge, so wie sie jetzt strukturiert ist und so weiter. Also es gibt viele Gründe, warum man strukturerhaltend, aber strukturtransformierend arbeiten muss. Und in diesem strukturerhaltend, aber strukturtransformierenden Prozess ist tatsächlich die städtische Ebene die entscheidende. Also das sind dann schon die richtigen Ansprechpartner. Und trotzdem kann das natürlich ein sehr zäher Prozess sein. Das haben wir jetzt, also das ist ja ein sehr starkes Statement, was wir hier hören, dass man quasi auch den städtischen Entscheidungsträgern überhaupt nicht mehr zutraut, dass sie da was auf die Reihe kriegen, was wir als lebenswertes Leben bezeichnen oder was lebenswerte Stadt bezeichnen oder dass sie etwas unterstützen würden. Und wahrscheinlich ist meine Antwort darauf sehr unbefriedigend, denn ich würde sagen, die einzige sinnvolle, mittelfristig tragfähige Antwort ist, also neben diesen konkreten Kämpfen im Hier und Jetzt, ja, also Eingaben machen und tun, was geht, zu sagen, es ist nicht sehr hilfreich, diesen einen oder diesen anderen Paragraphen zu verändern, an dem oder jenem Gesetz was zu schrauben. Es wird wirklich darum gehen, ob wir das schaffen, dass Politikerinnen
denken lernen wie ein Kommender. Also sozusagen aus sich selbst heraus begreifen, dass hier nicht die ein oder andere Dienstleistung auf dem Spiel steht, sondern der Zusammenhalt der Gesellschaft, Sinnstiftung, Fragen nach lebenswerten Räumen, lebenswerten Städten, also ich sage es nur nochmal, das Ganze. Und wenn dieser Groschen sozusagen nicht fällt, dann wird es immer so, ne, Pflaster hier drauf, ein Pflaster dort, dann wird es immer so, wie soll ich sagen, Nothilfe. Wenn man Glück hat, funktioniert es, wenn gerade die Richtigen am Ruder sind, und wenn man Pech hat, endet das entweder in Resignation oder in solchen wirklich steilen Aussagen, wie die Stadt für den Krieg gegen uns. Und ich glaube, ich möchte gerne darüber nachdenken, wie sowas geht. Wie schafft man es, ganz systematisch zu zeigen, dass man lernen kann zu denken wie ein Kommender? An vielleicht großartigen Beispielen. Ich finde, Vivi Haus ist so ein großartiges Beispiel. Das ist nicht nur einfach ein anderes, eine andere Art des Bauens. Das sind Leute am Werk, die denken, bauen zum Zweck der Selbstorganisation. Die bauen dafür die Infrastrukturen. Vielleicht kann man solche Beispiele zeigen, was das bedeutet und wie das alles dreht. Was ist das andere als Bürgerinitiativen? Bürgerinitiativen sind genau das. Die agieren hier und jetzt und momentan für einen spezifisch umrissenen Zweck. Dafür sind sie notwendig, dafür sind sie richtig, da drin gibt es dann viel Selbstorganisation. Aber ich sehe oft nicht, dass sie sozusagen eine andere Art des Lebens, des Seins, des Produzierens, des Miteinanderagierens auf Dauer auch infrastrukturell verankern und etablieren. Bürgerinitiativen sind auch ganz oft gegen etwas. Ja? Ganz, und die sind ganz wichtig. In Berlin, wir müssen irgendwie das Wasser sozusagen wieder in die eigenen Hände nehmen. Was dann in Wirklichkeit heißt, wir müssen die Wasserversorgung von eh und zurück kaufen, irre viel Geld dafür investieren und dann ist sie in städtischer Hand. Und dann fehlen uns oft die Konzepte dafür, wie man damit jetzt umgeht, weil davon sind ja die Probleme nicht weg. Ja, also Bürgerinitiativen sind ein ganz wichtiges Instrument momentaner, oft auch spontaner Selbstorganisation, um, ich sage jetzt mal, das Schlimmste zu verhindern. Aber von da bis zu diesem, können wir das Ganze anders denken, ist es halt dann immer noch ein großer Schritt. Ich habe in der Diskursreihe eine irrsinnig nette Geschichte gehört. Es geht um die Kraft des Rades und um den Radweg, Radnetzwerk von Graz. Und da hat der Karl gesagt, man braucht nur überlegen, würde ich mein Kind da drinnen fahren lassen? Und das da erklärt sich alles. Und ich weiß nicht, wie ein Politiker denkt, der muss auch überlegen, würde ich in der Dresdersiedlung wohnen? Würde ich in der Lauterngasse wohnen? Würde ich mir das trauen? Oder würde das für mich in Ordnung sein? Und dann weiß ich, was ich zum Tun habe. Punkt. Ich würde zu dem Bürgerinitiativen-Thema, obwohl ich Moderatorin bin, gerne was sagen. Ich befürchte ja, dass Bürgerinitiativen oft entstehen, weil vorher gemeinsame Prozesse nicht passiert sind. Weil das Problem mit Bürgerinitiativen ist ja oft, dann gibt es eine Bürgerinitiative für die Verlängerung vom Sechser und eine Bürgerinitiative gegen die Verlängerung vom Sechser, die eine Straßenbahnlinie. Und die zwei stehen sich dann gegenüber und bekämpfen sich, anstatt dass irgendwer einmal überlegt, was brauchen wir denn in diesem Gebiet für eine Verkehrslösung und wie können wir eine finden, mit der alle zufrieden sind. Also manchmal gibt es sicher ganz wichtige Bürgerinitiativen und manchmal finde ich es einfach schade, weil ganz wesentliche Aspekte, wie man einfach gut planen könnte, dadurch eher verbaut werden, als dass sie dazu positiv zu einer Lösung beitragen. Und jetzt würde der David was sagen. Eine Initiative, die gibt es seit etwa 10 Jahren, da hat das angefangen, ja, da hat ein Jurist, Christian Iaione heißt der, der hat angefangen zu überlegen, wie kann ich denn eigentlich sozusagen ja, die Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Stadtverwaltung neu strukturieren,
und in dieser Neustrukturierung das Bewusstsein dafür, dass das irgendwie unser ist. Unsere Stadt, unser Raum, unser Leben oder so. Und damit auch unsere Entscheidung. Ja? Ohne immer in dieser Trennung, es ist die Entscheidung der Stadtregierung und die Bürger protestieren dann entweder dagegen oder freuen sich drüber, zu bleiben. Und haben aus dieser Initiative heraus sozusagen gesagt, wir müssen dieses Bewusstsein für das Unser, dafür, dass es ein Kommen, ein gemeinsames ist, stärken und dafür neue Rechtsformen finden. So sind halt die Juristen, die denken zuerst an Verträge. Das ist so mein kleines Aber, ja. Also sie haben sozusagen einen sogenannten Pakt ausgehandelt, der es der Stadtregierung quasi ermöglicht, ja, wie soll ich das sagen, dieses, dass Leute was selber machen wollen oder Leute Initiativen einreichen, als eine größere Selbstverständlichkeit gilt. Als etwas gilt, was man sozusagen politisch fördert und was auch einen rechtlichen Rahmen hat, also einen vertraglichen Rahmen. Und das hat sich als Modell, also diese Idee, das so zu machen, erstmal so eine Art Rahmenkooperationsvertrag zwischen Stadt und ihren Bürgern, hat sich das relativ weit verbreitet. Ja? Meine Kritik daran ist, dass es eben von der vertraglichen Seite ausgeht und nicht von der sozialen Seite, also von der tatsächlichen Dynamik vor Ort. Und es hat relativ schnell ein großes Netzwerk gegeben von vielen italienischen Städten, die dann auch so eine Verträge gemacht haben. Und aus dieser Entwicklung heraus ist aber auch klar geworden, woran hängt es denn eigentlich wirklich? Das sind oft die sozialen Dynamiken oder Geldfragen oder einfach Beziehungsfragen oder so. Und daraus sind jetzt wieder Initiativen entstanden, die nennen sich Co-City, Co-City Turin, Co-City Bologna, Co-City irgendwas, in der nämlich klar wird, es muss ein co-kreativer Prozess des Regierens sein, wo Rollen nochmal ausgehandelt werden und wo dieses Aushandeln besprechbar wird. Und das macht ja Commons so ein bisschen anstrengend. Also Selbstorganisation ist ja jetzt nicht irgendwie, das hat nicht so diesen daseinsgetriebenen Impetus, Daseinsvorsorge getriebenen Impetus, ja? Sondern da muss man halt sich hinsetzen und alles nochmal auf den Prüfstand stellen und alles nochmal reflektieren und vieles eben auch selber machen. Da ist weder der Staat, der liefert, noch der Ehrenamtler, der macht, was der Staat nicht mehr tut oder gerne loswerden würde. Sondern es muss wieder in diesen gemeinsamen Raum geholt werden und andere Formen des Regierens sind zu finden. Und insofern würde ich sagen, ja, es wäre für Graz total wichtig, sich diese Erfahrungen anzugucken, weil sie nämlich inzwischen auch schon reflektiert werden konnten. Na, also du kannst inzwischen auch schon sehen, wo hat denn das nicht gereicht? Wo brauchen wir mehr als einen Rahmenvertrag? Was war denn da drin wirklich gut und was war schlecht? Und wenn wir das angucken, können wir vielleicht die Muster dessen, was gelungen ist, angucken und dann gleich sozusagen so einen Rahmenvertrag 2.0, also noch was Besseres entwickeln aus der konkreten Situation von Graz heraus. Ach so, und da würde ich Unis einbinden. Ich würde Leute einbinden, die Zeit haben, über sowas in Ruhe nachzudenken. Das ist kein Alltagsgeschäft. Dinge neu denken ist kein Alltagsgeschäft. Da sollen Masterstudierende sich den Kopf drüber zerbrechen und es soll Kolloquien geben und soll ganz viele Leute da einbinden, bis man da mit was Vernünftigem um die Ecke kommen kann. Ich glaube, da gibt es eine ganz nette Geschichte über den Naturschutzbeirat. Der Herr Bürgermeister hat den Naturschutzbeirat ins Leben gerufen, wo auf der einen Seite die Beamten waren und auf der anderen Seite die NGOs. Unter anderem bin ich auch drinnen gesessen. Senator. Und plötzlich war das Thema mit dem Murkraftwerk und der kleine Sigi hat gesagt, ich mag euch nicht mehr. So der kleine Sigi ist unser Bürgermeister, das muss man wissen. Vorher war der Bürgermeister und jetzt ist es für mich der kleine Bürgermeister. Ich mag euch nicht mehr und jetzt da lade ich euch nicht mehr ein. Das würde zum Beispiel so einen Rahmenvertrag verhindern können. Also ne, du könntest theoretisch sagen, hey, das kann gar nicht vorkommen. Also das könnte man ja theoretisch rechtlich verankern. Ne? Da sehe ich schon durchaus auch die Kraft des Rechts. So ein Rahmenvertrag wird wahrscheinlich auch für die Stadtteilzentren ziemlich gut werden. Ja. Weil ich die Frage sehr gut vorbereitet habe und 4 oder 5 Monate lang auch beantwortet.
her, diesen Naturschutzbeirat neu und nie aufgrund eigentlich nur ein Go wollte, ja, offizielles, ja, und diese Reaktion echt nicht erwartet haben, ja. Diese Commons nicht in die Höhe, sondern in die Breite wachsen lassen und den Kapitalismus immer weiter zurückdrängen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was der David immer bei seinen ganz vielen Aktivitäten hat. Wie kann ich dieses Netzwerk an Commons so ausbauen, dass es mehr Menschen hilft? Vielleicht kann man Stadtteilzentren, Commons, Crowdfunden oder wie immer. Habt ihr da irgendwie ein paar visionäre Ideen? Der Andi hat da sicher was. Die Vorstellungen, wie man sowas machen kann. Das ein bisschen behirren. Aber zum Beispiel, ich habe gesehen, dass der Diskurs, es war zwar nicht der absolute Renner von dem Publikum, aber ich finde wichtig, dass man anfängt zum Reden. Und wir haben das schon auch thematisiert, dass wir vielleicht jeden Monat einen Diskurs an den runden Tisch machen. Hier, wo auch, nein, im Land, im Viertel. Und auch über die Stadt redet, über brisante Themen und da dementsprechend Leute einladet. Und das auch noch ausstrahlt, was auch immer das heißt. Also diese Veranstaltung hier ist ja sozusagen der Abschluss und Höhepunkt einer ganzen Veranstaltungsreihe, die der David in dieser Woche gemacht hat. Das hast du jetzt mit dem Diskurs gemeint, gell? Genau. Hast du Visionen fürs Triesterviertel? Die hätte ich gern, ganz ehrlich. Die Visionen fällen mir momentan. Außer dass, ja, dass sich hoffentlich in Zukunft jemand findet, der das durchsteht, diese Phase, die enorm viel Kraft braucht, die ich zumindest nicht mehr aufbringe. Und wenn man das durchsteht, ich kenne das von Jugendarbeit genauso, ja, wo es diese ganz tiefen Talbewegung gibt, wo man fast nicht mehr glaubt, dass man nur einmal aufgekroppelt. Dort habe ich es erlebt, dass es wieder anders wird, ja, dass man nur durch muss, durch diesen Tunnel und entsprechend kämpfen. Aber ich hoffe, dass sich da jemand findet, der das durchsteht. Hast du das Gefühl, dass vielleicht die Menschen, die dort wohnen, die in dem Garten sich treffen, die das benutzt haben, dieses Stadtteilzentrum, wie du sagst, um hinzukommen, ohne dass man konsumieren muss, dass sie die irgendwie auf die Füße stellen, dass die was übernehmen, unternehmen? Nur mal, das sind Menschen, die mit Mindesteinkommen, Mindestpensionisten, aus gesundheitlichen Gründen beeinträchtigte Menschen. Also jetzt zu glauben, dass man da jetzt, und das glaube ich, wird da ganz richtig eingeschätzt, dass man da jetzt großartig kämpfen wird können. Das wird richtig eingeschätzt, dass das nicht passieren kann, weil die Menschen nicht die Kraft dazu haben. Hast du noch ein Schlusswort? Ich bin ja davon überzeugt, dass wenn man dieses Buch liest, dass dann was Ähnliches passiert, wie das, was eigentlich meine Arbeit sehr prägt. Ich sage immer, Commons sind mein Antidepressivum. Weil, also es gibt auch Leute manchmal, wenn ich Zeit habe, einen Vortrag zu halten und so, also wenn man irgendwie 2 Stunden redet und von allen möglichen Beispielen erzählt, dann sagen die Leute, Sie sind ja optimistisch, lesen Sie denn keine Zeitung? Und dann sage ich ja eben drum. Also, es ist tatsächlich so, dass das, was wir da sehen können und was wir sichtbar machen wollen und dem wir Sprache geben wollen, tatsächlich mehr Energie gibt, als es nimmt. Das gilt nicht für jede Phase meiner Arbeit, also diese Buchproduktion war eher eine Höllenschinderei. Aber ich hoffe, dass Ihnen das genauso geht. Also wenn Sie dieses Buch lesen, ich sage dann auch immer, dass man dann den Commoner in sich entdeckt und dann auch wieder sozusagen auf Ideen kommt und an Kräfte anzapfen kann oder sich mit Leuten verbinden kann. Genau das tun, es braucht ja, also ich würde mich freuen, wenn unsere Arbeit dazu beiträgt, zum Beispiel auch Ihnen überhaupt mal wieder zu zeigen, dass das ist, was Sie machen, was die Gesellschaft zusammenhält. Und dafür brauchen wir Plattformen, dafür brauchen wir eine geeignete Sprache und so. Da
dazu möchten wir beitragen. Also ich fürchte gerade, das Visionärste, was ich anbieten kann, ist zu sagen, lesen Sie das Buch. Hast du denn welche dabei? Vier Stück sind dabei. Genau. Und nachdem ich habe das Buch noch nicht ganz gelesen, gebe ich zu, aber dass das gemeinsame Essen dazu gehört, habe ich irgendwo gelesen, und ich glaube, das gehen wir jetzt einfach an. Danke euch.